Ich bin gespannt, ob ich die Müdigkeit heute irgendwie bewältigen kann. Großes Projekt, große Ziele, große Schmerzen und große Arbeit. Kann losgehen. Vamos. Platten. Jan Jörg hat den weltbesten Kirschkuchen. Und dann freue ich mich auch wirklich sehr aufs Bett. Gerade aufgewacht. Wir haben 6.20 Uhr. Ich bin echt müde, ich hätte gern länger geschlafen, aber ich muss jetzt an den Schreibtisch ein bisschen was vorbereiten. Heute war, glaube ich, ein relativ anstrengender, voller Tag. Zwei Einheiten stehen auf dem Plan, zweimal auf der Rolle. Und dann sehr viel Arbeit. Ich bin gespannt, ob ich die Müdigkeit heute irgendwie bewältigen kann. Genau, ich nehme euch dabei mit. Guten Abend. Wir haben 9:30 Uhr abends. Ich hatte gerade noch ein wichtiges Meeting mit Arbeitskollegen. Spontan. Hat er länger gedauert als gedacht den ganzen Tag. Deswegen komme ich jetzt erst dazu zu trainieren. Ich muss jetzt noch knapp über eine Stunde Intervalltraining machen. Indoor, virtuell. Ich bin ein bisschen müde. War ein sehr anstrengender Tag heute tatsächlich. Ich hatte heute Nachmittag auch ein Team von der Hamburger Mopo für der Morgenpost zu Besuch, die hier bei mir, mit mir und meiner Trainerin einen Podcast aufgenommen haben zu dem Thema Race Across Germany. Ansonsten ja, einfach wirklich viel Arbeit. Dann war ich heute Mittag einmal trainieren für eine Stunde. Und jetzt mache ich mich gerade bereit, hier mich auf das Fahrrad zu setzen und die zweite Einheit vom Tag zu absolvieren. Und dann freue ich mich auch wirklich sehr aufs Bett. war wirklich ein langer Tag heute. Ich bin ein bisschen im Arsch. Großes Projekt, große Ziele heißen auch große Schmerzen und große Arbeit. So, ja, so sieht das fertige Resultat aus. Relativ große Portion, ich habe aber auch Hunger. Ich habe das noch am Ende mit veganem Frischkäse verfeinert. Das ist schön cremig, ich liebe es. Denn ich brauche Energie, weil sobald ich aufgegessen habe, geht es für mich heute noch ins Fitnessstudio. So ungefähr eine Stunde Krafttraining. Muss heute auch noch sein. Genau. Das heißt, aufessen und ab ins Gym. Ich bin gerade nach einem langen Tag auf dem Weg ins Fitnessstudio.
Ich hatte gerade die Idee, irgendwie mal zu Fuß hinzugehen. Normalerweise fahre ich mit dem Fahrrad. Aber so ein Spaziergang am späten Abend tut ja auch immer, aber tut ab und zu auch mal ganz gut. Deswegen bin ich gerade auf dem Weg zu Fuß durch Buxtehude ins Fitnessstudio. Wir haben heute Freitag. Eine anstrengende Arbeitswoche hinter mir. Auch tatsächlich eine anstrengende Trainingswoche. Ich bin tatsächlich ziemlich froh, dass wir jetzt endlich Wochenende haben und ich morgen mehr ausschlafen kann. Aber es hört sich so alles so negativ an. Tatsächlich hatte ich eine sehr schöne Woche. Ich hatte auch viele tolle Momente. Training hat Spaß gemacht. Also es hört sich so an, als wäre alles so anstrengend gewesen. Und so, ja, es war anstrengend, aber es war auch schön. Also ich will mich nicht zu sehr beschweren. Ja, genau. War eine schöne Woche. So, Samstagmorgen, ich muss schnell einkaufen gehen, Frühstück holen. Ich habe nicht zu Hause. Und heute steht lange Fahrt auf dem Plan. 3 Stunden. Muss ich jetzt auch relativ viel essen. Ich werde mir jetzt irgendwie 4-5 Brötchen kaufen. Ein bisschen belegen mit Hummus, Tomaten, Avocado. Und dann bin ich gut gestärkt für die 3 Stunden Radfahrt gleich. Genau. Bis dann. Wie gesagt, Brötchen. Avocados. Das muss erstmal reichen fürs Frühstück. So, kann losgehen. Umgezogen, Fahrer steht bereit. Ab geht's, hab richtig Lust. Ich freue mich. Das Wetter ist zwar nicht so richtig schön. Es ist kalt, aber dafür ist es trocken. Ich hab richtig Bock. Ab geht's. Vamos! Ja, Mist. Ich bin gerade original 5 Minuten gefahren. Ich hab einen doofen Platten jetzt hier. Schlauchwechseln, weiter geht's. Ärgerlich. Doof. Das ist der erste Platten seit 3 Monaten oder so. Ich hoffe, ich friere mir jetzt beim Reifenwechseln nicht die Finger ab. Mist. Doof. So, ich bin jetzt hier gerade im Wählepunkt in York, besser Fahrradladen. Und hier der Fahrradfachverkäufer meines Vertrauens, der liebe Marco. Wir haben gerade bei uns getroffen zum Kuchenessen. Zum Kirschkuchenessen, denn ich sag's gerne nochmal, der Wählepunkt in York hat den weltbesten Kirschkuchen. Und vor allem ist er vegan, also Empfehlung an der Stelle. Und ja, hier Fahrradladen und so, super gut. So,
Das Wetter ist doch ganz schön geworden. Sonne ist da, sehr, sehr schön. Da sind die Wege ziemlich nass und matschig. Aber ich fahre ja gerade eine meiner Lieblingsrouten durchs alte Land. Da rechts und links tausende, wenn nicht Millionen Apfelbäume. Immer wieder schön hier. Alles voll mit Apfelbäumen hier. Genau. Hier bin ich nochmal auf dem Weg durch die Apfelbäume. Gut gestärkt. Mein sehr, sehr leckeren Kuchen vom Videopunkt. Nur zu empfehlen. So, ab ins Bett. Also heute noch nicht viel gemacht, außer geschlafen, gegessen, Fahrrad gefahren, gegessen. Und jetzt liege ich im Bett. Also eigentlich genau so ein Wochenendstag, wie ich mir vorstelle. So kann es gerne weitergehen. Okay, Google. Alle Lampen aus.